Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Phoenix Thema. Das Ebola-Virus verbreitet in Westafrika Angst, Schrecken und Tod. Mitte August sind über 1000 Opfer zu beklagen, fast 2000 Infektionen sind bestätigt. Hauptsächlich betroffen sind die Länder Liberia, Guinea, Sierra Leone und Nigeria. Bisher ist das Ganze weitgehend auf Westafrika beschränkt, aber auch in Europa, Asien und Nordamerika befürchten viele über kurz oder lang eine Verbreitung von Ebola. Besteht wirklich Anlass zur Sorge vor einer großen weltweiten Ausbreitung von Ebola, vor einer Pandemie? Wie wird das Virus übertragen und vor allem, wie kann es bekämpft werden? Darum soll es nun in unserem Phoenix-Thema gehen, Gefahr Ebola. Ist Ebola. Ebola ist eine bislang nicht heilbare Viruserkrankung. Im ersten Stadium leiden die Infizierten unter Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen. Es folgen Durchfall und starke Blutungen. Schließlich versagen die Organe. Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch beträgt 2 bis 21 Tage. Wie überträgt sich das Virus? Affen oder wie im aktuellen Fall Flughunde gelten als Überträger. Vermutlich durch den Verzehr des Fleisches wurde das Virus in Guinea übertragen. Menschen stecken sich untereinander durch Körperflüssigkeiten an, Schweiß, Speichel oder Blut, die über Körperöffnungen eindringen, aber auch durch Hautverletzungen. Wie gefährlich ist Ebola? Je nach Virusstamm sterben bis zu 90% der Infizierten. Besonders betroffen sind Angehörige, Ärzte und Helfer sowie Bestatter. Ja, wie gefährlich ist Ebola? Wie kann man das Ganze bekämpfen? Dazu begrüße ich im Studio nun Professor Dr. Ortwin Adams. Er ist Virologe von der Universität Düsseldorf. Schönen guten Tag bei Phoenix. Guten Tag. Wir wollen das Ganze grundsätzlich angehen. Wie entsteht Ebola, dieser Virus, dieser brandgefährliche Virus? Wo genau kommt er her? Das Ebola-Virus hat seine Heimat eigentlich bei den Flughunden und bei den Fledermäusen. Und das Fatale ist eben, diese Tiere erkranken da gar nicht dran. Sie sind wahrscheinlich in großen Mengen infiziert, ständig infiziert. Sie erkranken daran nicht. Das kennen wir auch von anderen Viren so. Und der Mensch ist dann eigentlich ein Fehlwirt. Der ist der falsche Wirt für dieses Virus. Und er erkrankt dann eben in hohem Maße sogar so, dass er daran stirbt. Ja, welchen Verlauf nehmen die Krankheiten? Woran sterben schlussendlich 60-90% der Menschen, die davon betroffen sind? Das Stichwort sind eigentlich immer diese Blutungen dabei. Das Virus kommt in den Körper hinein, dann befällt es einige Blutzellen, diese Makrophagen. Und dann werden Giftstoffe ausgestoßen von diesen Zellen. Und dann muss man sich vorstellen, dann diese Blutgefäße, die in unserem gesamten Körper sind, werden dann leckgeschlagen. Dann wie Rohre, die Flüssigkeit verlieren. Und das passiert im ganzen Körper. Dann kommt es zu inneren Blutungen und dann nachher auch tatsächlich zu außensichtbaren Blutungen. Und das überleben wir nicht. 60-90% der Menschen sterben, aber 10% sterben nicht. Warum? Warum ist das so? Das weiß man nicht wirklich. Das kennen wir von vielen anderen Erkrankungen ja auch, wo ein gewisser Prozentsatz immer überlebt, manchmal sogar 90-95%, je nach Viruserkrankung. Wir wissen nicht die genauen Ursachen dafür. Das sind vermutlich genetische Ursachen dann. Das ist der eine schafft, der andere nicht. Das Alter spielt sicherlich auch eine Rolle. Jüngere Menschen werden damit eher fertig werden als ältere Menschen, die bereits eine Erkrankung haben. Wir haben ja gerade die Bilder aus Afrika gesehen. Es sind wahrscheinlich jetzt schon mehr als 1000 Tote dort zu vermelden. Wie genau läuft der Übertragungsweg von Mensch zu Mensch? Wie wird der Virus übertragen? Das Virus wird eigentlich sehr schlecht übertragen, um das vielleicht hier im Studio deutlich zu machen. Diesen Abstand, den wir beiden jetzt hier haben, der wäre nicht geeignet dafür, dieses Virus zu übertragen. Es gibt andere Viren, die sind viel leichter übertragbar. Dieses Virus wird durch direkten Körperkontakt übertragbar. Man scheidet es mit seinen Körpersekreten auf, mit Blut, mit Speichel. Und wenn man damit jetzt tatsächlich in Kontakt kommt, dann kann man sich infizieren. Das heißt, wenn man jetzt auf Afrika und die betroffenen Länder schaut, jetzt kommt es dort vor allem darauf an, dass dieser direkte Körperkontakt unterbunden wird. Genau das ist es eigentlich, aber es lässt sich ja gerade innerhalb der Familie oft nicht verhindern, so ein enger Körperkontakt. Und auch erst recht, wenn man es mit Kranken zu tun hat, dann ist ein enger Körperkontakt ja vorprogrammiert. Vielen Dank bis hierher. Also es geht darum, die Übertragungswege von Ebola zu unterbinden. Das ist eine schwierige Situation gerade dort vor dem Hintergrund der Situation des Gesundheitswesens in Afrika. Es regnet sintflutartig in Sierra Leone. So gut es geht, versuchen die Krankenschwestern in den von Ebola betroffenen Gebieten dennoch Menschen zu untersuchen. Fieber bedeutet Quarantäne. Kurz nachdem diese Bilder gedreht wurden, wurde Kenema abgeriegelt. Jetzt kann keiner mehr rein und keiner raus. Der junge Mann wollte seine Familie dort in den Ferien besuchen.
Der Polizist schickt ihn zurück in die Hauptstadt. Die Regenzeit behindert den Kampf gegen Ebola auch in Liberia. Das Militär lässt auch hier niemanden mehr in die am schlimmsten betroffenen Gebiete. Händler sitzen fest mit ihren Waren. Seit Mittwoch ist Liberia im Ausnahmezustand. Schulen sind schon länger geschlossen. Für Präsidentin Johnson Sirleaf hat der Kampf gegen Ebola absolute Priorität. Sie trifft Ärzte, Schwestern und Pfleger. Viele Kolleginnen und Kollegen sind bei der Arbeit mit Ebola-Patienten gestorben. Wenn wir bis jetzt nicht genug getan haben, dann möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen. Und sie verspricht neue Krankenwagen und Behandlungszentren. Alles ist dringend nötig. Die Regierung hat die Epidemie lange unterschätzt. Und jetzt wird es immer schwerer, sie in den Griff zu bekommen. Die Menschen haben Angst. Ärzte in Schutzkleidung verunsichern die Bevölkerung noch immer. Aufklärung ist nach wie vor dringend notwendig. In diesem Callcenter in der Hauptstadt Monrovia können die Liberianer mit ihren Sorgen und Fragen anrufen. Am ersten Tag waren es 600. Inzwischen sind es mehr als 2000, Tendenz steigend. Dieses Callcenter soll die Menschen beruhigen. Es soll Informationen geben und sammeln. Wir geben diese dann an den nationalen Krisenstab weiter. Mit den entsprechenden Daten können wir Ebola hoffentlich bald besiegen, beziehungsweise so eingrenzen, dass es keine neuen Fälle mehr gibt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Tanzen gegen die Angst. Rund 1000 Tote, doppelt so viele Infizierte. Bisher hilft kein Medikament. Sich selbst mit Singen und Beten Mut zu machen, ist bitter nötig. Über die Situation in Afrika kann ich nun sprechen mit Sabine Boland. Sie ist uns aus Nairobi in Kenia zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Boland. Guten Morgen. Frau Boland, wir wollen dieses Ebola-Virus zunächst versuchen, grundsätzlich einzuschätzen. Was bedeutet der Ausbruch für Afrika? Welche Relevanz hat Ebola im Vergleich mit anderen großen Krankheiten, zum Beispiel mit Malaria und AIDS? Naja, ganz Afrika spricht natürlich über Ebola, speziell die betroffenen Länder. Das haben wir ja in dem Film eben auch gesehen. Aber auch hier in Ostafrika ist es angekommen. Allerdings muss man sagen, die Zahl der Toten, die durch Ebola verursacht worden sind, nämlich offiziell im Moment etwas über 1000, ist eigentlich nicht vergleichbar mit den Zahlen, die durch andere Krankheiten wie zum Beispiel Malaria oder AIDS hervorgerufen werden. Man spricht bei Malaria in etwa von 1 Million Toten hier in Afrika pro Jahr und bei AIDS auch circa von 1 Million Toten hier im Jahr. Also die Wahrscheinlichkeit, sich mit Malaria oder mit HIV zu infizieren, ist immer noch ungleich viel höher als die Gefahr, sich mit Ebola zu infizieren. Also schlimme Zahlen allemal. Trotzdem gibt es ja jetzt große Sorgen in den betroffenen Ländern in Sachen Ebola. Wie sehen denn die wichtigsten Maßnahmen aus, die getroffen werden? Naja, in den Ländern ist in allen drei am schlimmsten betroffenen Ländern ist, auch in Nigeria, wo es ja auch einige Tote bisher gab, ist der nationale Gesundheitsnotstand ausgerufen worden. Das heißt, es wird überall strengstens kontrolliert, vor allen öffentlichen Gebäuden, vor Kirchen, vor Schulen, vor Krankenhäusern sowieso, sind Eimer aufgestellt mit Desinfektionslösung, wo alle Leute sich permanent die Hände waschen, vor Geschäften stehen, man schüttelt sich nicht mehr die Hände. Also die Leute sind inzwischen schon gehen sehr, sehr bewusst mit diesem Risiko um. Dennoch kann man sagen, Aufklärung ist immer noch dringend notwendig, vor allem in den Dörfern, wo die mediale Aufmerksamkeit einfach noch nicht so groß ist. Also es ist immer noch sehr, sehr viel zu tun in allen betroffenen Ländern. Heißt das im Umkehrschluss, dass die Gesundheitssysteme, dass die Behörden vor Ort ja durchaus diesen Anforderungen jetzt gewachsen sind, dass die medizinische Versorgung durchaus so aussieht, dass das zu bewältigen ist vor Ort? Das glaube ich nicht. Also alle Hilfsorganisationen weisen immer noch darauf hin, wie viel immer noch notwendig ist. Es ist Personal notwendig. Es sind Schutzanzüge notwendig. Es sind sowas Banales wie Gummistiefel notwendig, Handschuhe notwendig. Also es fehlt immer noch an allen Ecken und Enden, weil alle drei am schlimmsten betroffenen Ländern auch immer noch mit einem komplett maroden Gesundheitssystem zu kämpfen haben. Liberia und Sierra Leone leiden unter jahrzehntelangen Bürgerkriegen. In Guinea gab es eine Diktatur.
Kultur. Gesundheitssysteme sind jahrelang, jahrzehntelang vernachlässigt worden und das rächt sich jetzt natürlich. Also Hilfe ist dringend geboten, aber wie sieht es mit dem Annehmen dieser Hilfe aus? Denn hier war in Berichten durchaus zu hören, dass es da Vorbehalte in den Ländern gäbe. Ja, die Menschen haben Angst, genau aufgrund dieser Situation, dass sie jahrelang schikaniert worden sind von Rebellen, auch von Regierungssoldaten. Sie wussten nie, an wen können wir uns halten. Und jetzt kommen plötzlich Menschen, weiße Menschen an, die sagen ihnen, was zu tun ist. Die haben teilweise furchterregende Schutzanzüge an. Das macht die Situation nicht besser. Deswegen ist das Misstrauen in der Bevölkerung sehr, sehr groß. Ich glaube, es gibt erst ganz kleine Fortschritte, dass die Leute sich allmählich öffnen und sehen, aha, es kommt Hilfe von Ärzten, es kommt Hilfe von Hilfsorganisationen und letztlich, es kommt auch Hilfe von unseren Regierungen ganz allmählich. Und war der Brennpunkt bisher im Westen Afrikas? Wir haben die Länder ja vorhin genannt. Nairobi liegt im Osten Afrikas, ist aber ein wichtiges Drehkreuz. Deshalb fürchtet jetzt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, der Flughafen dort bei Ihnen könnte somit ein Einfallstor für Ebola werden. Inwiefern bereiten sich die Behörden in Kenia darauf vor? Ja, es gibt circa 70 Flüge aus Westafrika, auch aus den betroffenen Ländern, die hier jede Woche in Nairobi landen. Deswegen hat die WHO Kenia als Hochrisikoland eingestuft. Es ist Thema, die Regierung berät. Kenya Airways ist da auch mit eingebunden, aber die kenianische Fluglinie hat beschlossen, weiterhin zu fliegen. Es ist allerdings ein Thema. Allein hier die Zeitungen, die kenianischen Tageszeitungen der vergangenen Tage. Jeden Tag ist Ebola auf Seite 1 der kenianischen Zeitungen. Also es ist ein riesiges Thema, über das viel diskutiert wird. In der Bevölkerung ist diese Angst und diese Panik noch nicht so angekommen. Man schüttelt sich hier immer noch die Hände und es sind auch noch keine Desinfektionsmaßnahmen, so wie das in Westafrika der Fall ist. Das wird hier noch nicht gemacht, aber es ist ein großes Thema und die Menschen sind schon sehr besorgt. Also auch Kenia bereitet sich vor, Kenia muss sich vorbereiten. Vielen Dank für diese Einschätzungen nach Nairobi. Ja, wir haben es gerade gehört, Kenia bereitet sich vor, ich greife das mal auf, die Menschen schütteln sich weiterhin die Hand. Würden Sie zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt davon abraten? Nein, ich glaube, so weit darf man nicht gehen. Das Allerwichtigste wird sein, möglichst schnell diejenigen zu erkennen, die wirklich infiziert sind. Und die müssen ganz schnell isoliert werden. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Maßnahme. Dazu braucht es natürlich Vertrauen auch in die Behörden. Wir wollen gleich sprechen über den Verlauf von solchen Epidemien. Dazu haben wir eine Grafik jetzt am Beispiel Ebola vorbereitet, die wir uns jetzt zusammen mal anschauen. Sie ist ganz interessant. Sie sehen dort, Februar steigt die Kurve, ich sag jetzt mal, noch moderat an. Auch die Zahl der Todesopfer, aber dann sieht man ganz klar, steigt die Zahl der Todesopfer, ich will nicht sagen explosionsartig, aber schon massiv an und die Kurve wird immer steiler. Herr Professor Adams, ist so etwas typisch für solche Epidemien? Ja, das sind diese typischen Kurven, die wir kennen, auch von anderen Ausbrüchen. Man kann nur hoffen, dass irgendwann tatsächlich das erreicht wird, was wir Plateau nennen. Nicht? Aber das was ist, heißt das? Das heißt tatsächlich die maximale Häufigkeit an Neuinfektionen und dass es dann auch irgendwann wieder tatsächlich bergab geht. Mhm. Aber das ist jetzt im Augenblick noch nicht absehbar. So, jetzt haben wir über den Virus gesprochen. Der Virus ist im Mensch. Die meisten Menschen, leider Gottes, sterben. Was passiert dann mit dem Virus? Wird er mit den Menschen quasi ja in die Erde verbracht oder verbrannt und ist dann aus der Welt? Oder wie hat man sich das vorzustellen am Beispiel Ebola? Ja, das Virus ist immer darauf angewiesen, eine Wirtszelle zu haben. Die findet es im Menschen. Und wenn der Mensch beerdigt wird, dann ist damit tatsächlich auch das Virus in seiner Vermehrungsfähigkeit auch am Ende. Verändert sich der Virus? Nein, das ist im Gegensatz zu Grippeviren zum Beispiel, ist dieses Virus wohl konstant, wie wir das nennen. Das heißt, es hat sich nicht verändert im Laufe der letzten 20 Jahre. Ist das eine gute Nachricht, die in der schlechten enthalten ist? Das ist insofern eine gute Nachricht, dass wir davon ausgehen können, dass wenn man mal wirksame Medikamente dagegen wirklich hat, die wahrscheinlich auch über lange Zeit wirksam sind. Wenn der Virus sich nicht verändert, ich glaube, der erste Ausbruch ist ja 1976 festgestellt worden. Warum gibt es da noch keinen Impfstoff dagegen? Es ist sicherlich wahnsinnig schwierig, gegen solche Krankheiten was zu machen, die nur alle 5 bis 10 Jahre zu Ausbrüchen führen, zumal auch noch in Regionen, die ja nun selber eine schlechte Infrastruktur haben. Und von daher muss man natürlich auch fairerweise sagen, da jetzt Milliarden zu investieren in Medikamente, das ist eine Herausforderung, denn das ist ja keineswegs sicher, dass man damit Erfolg hat.
Jetzt gibt es verschiedene Gedankenspiele, muss man sagen, beziehungsweise verschiedene Vorformen von Impfstoffen, die da auf dem Markt sind, respektive in den Medien gehandelt werden. Können Sie uns bitte einen Überblick verschaffen darüber, worüber da gesprochen wird? Da ist zum Beispiel einer, der nennt sich ZMapp. ZMapp ist ein Cocktail, eine Mischung von drei verschiedenen Antikörpern. Das sind ja eigentlich Stoffe, die der Körper normalerweise selber bildet. In dem Fall werden diese Antikörper jetzt von außen zugeführt. Sie werden interessanterweise in Tabakpflanzen produziert und attackieren direkt das Virus. Die Vorversuche, die wir kennen, sehen sehr vielversprechend aus. Allerdings muss man sagen, wir haben ganz wenig Erfahrung jetzt bisher bei Menschen. Jetzt werden immer wieder ethische Fragestellungen in dem Zusammenhang genannt, ethische Bedenken. Welche sind denn das? Ich meine, es geht auch darum, Menschenleben zu retten. Kann man die ethischen Bedenken da nicht hinten anstellen? Ich glaube, das muss man auf verschiedenen Ebenen diskutieren. Grundsätzlich diesen Antikörper zu geben, ist sicherlich im Augenblick ethisch vertretbar, weil man ja einfach nichts Besseres hat. Das ethische Problem fängt da an bei der Verfügbarkeit. Nach allem, was man hört, reicht es ja allenfalls für einige Dutzend Patienten. Und wenn wir jetzt bereits 1000 Tote zu beklagen haben, ist das leider ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was kann man jetzt sonst in der jetzigen Situation machen? Es gibt noch keinen Impfstoff. Gibt es irgendwelche Medikamente oder anders gefragt, mit welchen Medikamenten werden die Erkrankten zurzeit behandelt? Man nennt sowas eine symptomatische Behandlung, wie man das bei anderen schweren Krankheiten auch durchführt. Das heißt, man kann nur dafür sorgen, dass der Körper in seinen Funktionen aufrechterhalten bleibt. Ein direktes wirksames Mittel gegen Ebola haben wir ja bisher nicht wirklich verfügbar. Mhm. Allerdings sind diese symptomatischen Maßnahmen sehr essentiell. Aber ich weise nochmal darauf hin, das Allerwichtigste wird sein, in dieser Zeit die Aufbrüche zu verhindern. Was heißt das für eine Unterstützung der Länder, der Menschen in Westafrika von uns aus? Was muss denen zur Verfügung gestellt werden? Es gibt ja Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die dort tätig sind. Was müssen wir nun helfen? Ich glaube, wir müssen helfen, da diese Infrastruktur des Gesundheitssystems so effektiv zu machen, dass Neuinfektionen sehr schnell erkannt werden, fachmännisch isoliert werden und damit Übertragung von Mensch zu Mensch verhindert werden. Mhm. Das ist aber natürlich nicht von jetzt auf gleich zu schaffen. Das setzt voraus, dass man da einiges erstmal leistet. Von jetzt auf gleich gibt es auch keinen Impfstoff. Wir haben es schon angesprochen und schon gar keine Medikamente. Trotzdem wird rund um den Globus fieberhaft daran geforscht. Die Nachrichten in Amerika überschlagen sich. She may be able to help. Meine Mutter hilft vielleicht vielen anderen Menschen, weil sie die erste ist, an der ein Mittel gegen Ebola getestet wurde. Ich hoffe, das Produkt ist wirklich so gut, wie es beschrieben wird. Wir müssen uns von den Wissenschaftlern leiten lassen. Wir wissen noch viel zu wenig. Auf dem Kapitolshügel in Washington. Die Vertreter aus Sierra Leone wollen dieses neue Mittel gegen Ebola haben. Keiner weiß, ob es wirklich wirkt, aber es soll zwei Amerikanern geholfen haben. Das allein zählt. Es ist doch besser, alles zu versuchen. Alles ist besser, als die Menschen einfach weiter sterben zu lassen. Wenn wir dafür die Labormäuse sein müssen, dann ist das eben so. In dieser Klinik in Atlanta kämpfen die beiden amerikanischen Ebola-Patienten mit dem Virus, mit Hilfe des vermeintlichen Wundermittels. Gerade der Heilungsweg von Dr. Kent Brantley klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Den Tod vor Augen habe er sich bereits von seiner Frau verabschiedet, heißt es. Dann bekommt er den Antikörpercocktail ZMapp und binnen Stunden geht es ihm angeblich besser. Unter den erstaunten Augen Amerikas läuft er nach seiner Ankunft aus Afrika selbst in die Klinik. Ich weiß, dass wir das vorsichtig bewerten müssen. Dr. Brantley hat Blutplasma von einem genesenen Ebola-Patienten erhalten, bevor er ZMapp bekam. Außerdem könnte es ihm auch einfach so besser gegangen sein. Das Ganze ist nicht eindeutig. ZMapp ist ein Mix aus drei Antikörpern. Diese werden in Tabakpflanzen gezüchtet. Die Produktion hochkompliziert und teuer. Mindestens $10,000 pro Dosis. Das Mittel ist zudem nur in kleinsten Mengen verfügbar. Es gab bereits mehrere Versuchsreihen mit Affen und die waren sehr erfolgreich. Aber wir wissen absolut nichts über mögliche Nebenwirkungen bei Menschen. Das müssen wir noch herausfinden. Zurück am Kapitol. Die Infektionsschützer sind vorgeladen. Auch Nigeria hat nun offiziell bei der US-Regierung angefragt, will ZMapp unbedingt haben. Mit jedem Toten wächst der Druck, doch schnell Ernüchterung.
Die US-Regierung tut wirklich alles, um die Entwicklung zu beschleunigen. Doch bitte keine falschen Hoffnungen, das kann dauern. Zudem haben wir von diesen Mitteln derzeit einfach nur sehr geringe Mengen zur Verfügung. Khadija Cisse aus Sierra Leone ist enttäuscht. Die US-Regierung will nun zusätzliche Gelder freigeben, damit das neue Mittel bald am Menschen getestet werden kann. Khadija Cisse sagt, wir haben keine Zeit zu warten. Ja, bitte keine falschen Hoffnungen, war da zu hören, Herr Professor Adams. Für die Menschen, die jetzt erkrankt sind, kommt das Ganze wahrscheinlich zu spät. Die Entwicklung eines Virus, eines Medikamentes, eines Impfstoffes gegen das Virus und auch von Medikamenten. Trotzdem die Frage, jetzt wird richtig Geld in die Hand genommen, jetzt wird massiv geforscht. Hätte das nicht vorher geschehen müssen, beziehungsweise anders gefragt, es gibt böse Zungen hierzulande, die sagen, ja, wenn da mehr Geld zu verdienen wäre in Afrika durch den Verkauf von Medikamenten, dann wäre auch eher geforscht worden. Ja, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, wir haben auch andere Herausforderungen. Es wurde eben auch in einem Beitrag gesagt, wie viele Millionen Tote haben wir durch Malaria, durch AIDS in diesen Ländern. Oder nehmen wir das andere neue Problem, was wir kennen, das MERS-Virus jetzt im Nahen Osten. Auch das wird ja in letzter Zeit viel diskutiert. Es ist leider so, dass wir permanent neue Probleme haben. Und man natürlich nicht alle gleich beackern kann. Ja, gerade Malaria, das sind ja Horrorzahlen, 1 Million Menschen pro Jahr, die da umkommen. Warum geht der Kampf gegen Malaria so schleppend voran? Es ist einfach ein sehr trickreicher Erreger, möchte ich mal sagen. Er entzieht sich immer wieder den Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen. Und das macht einfach die Forschung wahnsinnig schwer. Im Gegensatz dazu ist Ebola kein trickreicher Erreger, wie Sie ja vorhin festgestellt haben. Heißt das, wir können uns die Hoffnung machen, dass Ebola irgendwann von selbst verschwindet wieder? Verschwinden wird es nie, weil es hat ja seine Heimat im Tierreich und da wird es bleiben. Die Tiere erkranken nicht. Das Reservoir wird immer da sein. Deswegen, dass das Virus vom Erdball sozusagen beseitigen, das halte ich für unmöglich. Mhm. Aber es ist natürlich zu hoffen, dass wir entweder einen vernünftigen Impfstoff bekommen, der vorbeugend wirkt oder eine effiziente Therapie. Jetzt kommen wir zur Perspektive Europa/Nordamerika, Asien. In vielen Ländern, viele Leute machen sich jetzt Sorgen wegen dieser Ebola-Epidemie, die da beginnt und vielleicht irgendwann nach Europa rüberschwappt. Sind diese Sorgen berechtigt? Nach allen Erfahrungen, die wir ja bisher mit diesen Erregern und vergleichbaren Erregern in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, muss man sagen, diese Fälle sind in allen Fällen immer vorab erkannt worden, spätestens dann, wenn sie hier am Flughafen tatsächlich in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern ankamen. Und dann setzen eben die Mechanismen ein, von denen wir dann profitieren, die sofortige Isolierung, die fachmännische Behandlung dieser Patienten. Und deswegen haben wir hier noch nie Infektionsketten erlebt. Fachmännische Behandlung heißt, wie ist das organisiert? Wie hat man sich das vorzustellen? Ich weiß zum Beispiel ja in Berlin in der Charité gibt es so eine Spezialabteilung. Gibt es das auch in anderen Bundesländern? Das gibt es mittlerweile in fast jedem Bundesland. Wir haben 5, 6 Stellen in Deutschland, die man mittlerweile anfahren kann. Die nächste ist jetzt hier in dem Fall Düsseldorf, die seit einiger Zeit auch so eine Station haben, eine Hochsicherheitsstation. Und da werden diese Patienten dann fachmännisch behandelt. Also das heißt, was würde dann passieren? Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber rein theoretisch, Düsseldorfer Flughafen, kommt jemand an, Patient, der landet dann im Uniklinikum und wird dann wie behandelt? Das Wichtigste ist erstmal, dass es eine Isolierungsstation gibt, die wirklich komplett abgeschottet ist von der Außenwelt. Das ist ein riesiger technischer Aufwand, das ist ein riesiger menschlicher Aufwand. Das Personal, was mit ihm in Kontakt kommt, hat maximale Schutzkleidung. Das kann man sich so ein bisschen wie so einen Astronautenanzug vorstellen. Aber das alles braucht es, um eben zu verhindern, dass es Sekundärinfektionen gibt, wie wir das nennen. Also Weitergabe des Virus von einem zum anderen. Sind diese Maßnahmen auch der Grund dafür, dass es in den letzten, ich sag jetzt mal 10, 15 Jahren keine große Pandemie mehr gegeben hat? Ich meine, es wurde des Öfteren, ich muss selbstkritisch sagen, auch von uns Medien hysterisch oder geradezu hysterisch darüber berichtet, BSE, SARS, Schweinegrippe und so weiter. War das alles übertrieben? Sind die Warnungen vor diesen Seuchen übertrieben gewesen? Nein, ich denke, da gehören eine Reihe von Bausteinen zu. Dazu gehören diese Isolierungsstationen, dazu gehören aber auch andere vorbeugende Maßnahmen, Kontrollen auf Flughäfen, schnelles Erkennen von Erkrankten, sofortige klare Anweisung, wie ist mit diesen Patienten zu verfahren. Das Schlimmste ist ja in diesen Fällen immer kopfloses Vorgehen. Mhm. Schweinegrippe ist ein Stichwort. Es gab ja furchtbare Szenarien, die damals an die Wand geworfen worden sind. Das gab es nicht ohne Grund, denn gerade was Grippe angeht, ich meine, Sommer geht ins Land, im Herbst ist ja wahrscheinlich wieder mit Grippeerkrankungen zu rechnen. Gerade was Grippe angeht, glaube ich, ist die Gefahr trotz der Entwicklung im medizinischen Sektor nach wie vor real, oder? Die ist deswegen real, weil das ist halt ein Virus, was sich permanent verändert und was sich immer wieder, ich sag mal, neue Varianten einfallen lässt. Und damit haben wir tatsächlich immer wieder
zu rechnen, dass es in den nächsten Jahren passiert, dass ein neues Virus kommt. Und wir haben auf der Schweinegrippe sicherlich einiges Positives und einiges Negatives gelernt. Aber insgesamt ist es, denke ich, auf einem guten Weg in der westlichen Welt. Wir wissen, mit sowas umzugehen. Sie sagen schon westliche Welt. Das heißt, wir hier sind gut vorbereitet darauf. Ich nehme an, Nordamerika ebenso. Wie sieht's aus mit den anderen Kontinenten? Nehmen wir mal zum Beispiel Lateinamerika. Wie sind die auf so etwas vorbereitet? Das hängt sicherlich immer vom sozialen Status des Landes ab. Und das, je besser das Gesundheitssystem organisiert ist in diesen Staaten, desto mehr wird auch diesbezüglich getan, nicht? Und von daher denke ich, das kann man nicht jetzt für alle Länder pauschalisieren in bestimmten Regionen. Aber natürlich die Länder, die einfach wenig Geld zur Verfügung haben, die sparen am Gesundheitssystem. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wie wird es nun weitergehen in Sachen Ebola? Sie haben das netterweise für uns, dankenswerterweise, auch ein bisschen relativiert, was diesen Ausbruch angeht. Trotzdem, es ist eine reale Gefahr. Wir haben gerade gehört, Kenia muss sich darauf vorbereiten. Die Menschen sterben, haben Angst. Wie geht es jetzt weiter? Was glauben Sie? Wann wird ein Impfstoff vorliegen, der den Menschen wirklich Schutz bieten kann? Nach allen Erfahrungen dauert sowas Jahre. Da wäre ich ganz vorsichtig mit einer Prognose. Ich würde nicht damit rechnen, dass es innerhalb dieses Jahres zum Beispiel noch einen Impfstoff gibt, der wirklich allgemein verfügbar ist, sondern da würde ich mehr einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren mal vorsichtshalber ansetzen. Also da muss man durchaus realistisch sein. Aber Sie glauben, dass es so etwas irgendwann geben wird? Wir haben auch viele andere Impfstoffe mittlerweile auf dem Markt, die sehr erfolgreich sind. Viele Kinderkrankheiten sind nahezu ausgerottet durch Impfstoffe. Denkbar ist es schon, ja. Zum Schluss die Frage an den Virologen. Bevorstehender Herbst, Grippeviren sind dann wieder im Umlauf. Wie kann man sich davor am besten schützen? Ich lasse mich jedes Jahr gegen die Grippe impfen, trotz aller Diskussionen immer wieder. Ich unterstütze das und bin ganz lange nicht an Grippe erkrankt. Sagt Professor Adams, Virologe aus Düsseldorf. Vielen Dank für diese Analysen. Danke, dass Sie heute bei uns im Phoenix-Studio waren. Also, der Mensch muss mit Seuchen und Epidemien irgendwie leben, erst recht in der globalisierten Welt. Ebola, AIDS, Tuberkulose. Wichtig ist, dass alles getan wird, um die Gefahren zu begrenzen. Die Kollegen der Redaktion ZDF-Zeit zeigen, was weltweit unternommen wird, um den Kampf gegen die Viren voranzutreiben. Sehen Sie nun die Reportage, die Unbesiegbaren, die Rückkehr der Seuchen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis dahin. Westafrika, im Regenwald der Elfenbeinküste. Das Jagdgebiet des Berliner Virenforschers Fabian Lehnwert. Er ist den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt auf der Spur. Wo verstecken sich die unsichtbaren Killer? Und wie können wir uns schützen? Der Mensch gegen die Mikroben. Ein Kampf, der an vielen Fronten gleichzeitig geführt wird. Und wir haben noch lange nicht gewonnen. Was geschieht, wenn ein tödliches Virus zu uns kommt? Wie eine deutsche Ärztin die schlimmste Seuche unserer Zeit bekämpft? Und wie Krankheitserreger zur Waffe werden können? Ist Fabian Lehnwert ein Abenteurer? Nein. Aber als Forscher muss er einfach dorthin gehen, wo er neues Wissen findet. Wir fahren in die letzten entlegenen Winkel der Welt, weil da verändern sich massiv Sachen. Das Klima hat sich verändert, der Wald wird abgeholzt und da verschieben sich halt Dinge. Und das ist das, was uns dann interessiert. Gemeinsam mit der Doktorandin Katrin Nowak will er Flughunde untersuchen. Die nachtaktiven Tiere sollen sich in diesem Netz verfangen. Es ist ein riskantes Unternehmen, denn Flughunde übertragen bedrohliche Viren.
Ebola, HIV, SARS, sie alle stammen aus dem Regenwald. Von den Geschöpfen des Dschungels springen sie über auf den Menschen. Und niemand weiß, wie viele unbekannte Viren hier noch lauern. Schon die Insekten des Dschungels sind kaum erforscht. Die Welt der Mikroben ist so gut wie unbekannt. Wenn es dunkel wird, kommen die Flughunde. Sie sind die Wirtstiere für das gefährlichste Virus der Welt. Ebola. 1976 taucht es in Zentralafrika zum ersten Mal auf. Die Opfer verbluten von innen. Bis zu 90% der Erkrankten sterben binnen weniger Tage. Ihn und seine Artgenossen haben die Forscher im Visier. Viele Flughunde tragen das Ebola-Virus in sich, doch sie sterben nicht daran. Die Wissenschaftler vom Berliner Robert-Koch-Institut wollen das Blut des Tieres untersuchen. Einfache Masken und Handschuhe sollen sie vor den Todesviren schützen. Ein Hochsicherheitslabor gibt es nicht im Regenwald. Ebola und seine Verwandten bilden ständig neue Varianten. Werden sie frühzeitig entdeckt, so besteht die Chance zu warnen und vielleicht sogar Medikamente zu entwickeln. Wir haben kaum verstanden, was es für eine Biodiversität an Fröschen und Insekten gibt. Auf der Erregerebene hat noch gar keiner geschaut, systematisch. Das heißt, eigentlich fast alles, was wir hier finden, ist irgendwie neuartig oder ganz neu. Und die Kunst ist jetzt herauszufinden, herauszufiltern, welcher von diesen neuen Erregern hat wirklich eine Bedeutung und ein Potenzial für den Menschen. Der erste Test, eine Speichelprobe. So lassen sich schon viele Viren nachweisen. Das Wichtigste aber ist die Blutprobe, die Fabian Lehnders in sein Labor in Berlin mitnehmen will. Es läuft genau wie bei uns Menschen. Nach der Blutspende gibt's eine Süßigkeit. Aber das Schönste ist die Rückkehr in die Freiheit. Das Camp der Forscher. Mitten im Regenwald nahe der Grenze zu Liberia. Hierher kommt Lehnders mehrere Wochen pro Jahr, in denen er kaum Kontakt zu Frau und Kindern daheim hat. Es gibt keinen Empfang fürs Handy. Nicht einmal Strom. Und es ist ein gefährlicher Ort. Der Bürgerkrieg flackert immer wieder auf. Bewaffnete Banden ziehen umher. Also es ist unglaublich anstrengend und aufwendig, in solchen Gegenden zu arbeiten. Aber es lohnt sich halt. Ich denke, das sind genau die Orte, wo etwas passiert. Und genau hier müssen wir halt hin. Also insofern ist es das wert. Mehr als die Hälfte aller neuen Infektionskrankheiten stammt aus dem Tierreich. Doch wie springen die Erreger auf den Menschen über? Fabian Lehnders sucht nach Affen im Dschungel. Keine andere Tierart ist uns genetisch so nah. Viele Krankheiten der Affen landen früher oder später beim Menschen. Schon deshalb, weil die Einheimischen Affenfleisch als Delikatesse betrachten. Affen wiederum fressen die gleichen Früchte wie Flughunde.
Häufig klebt an diesen Früchten infizierter Speichel von Flughunden. So einfach kann ein Virus aus dem Regenwald zum Menschen gelangen. Während ihrer Mittagsruhe kann Fabian Lenders die Tiere aus der Nähe beobachten. Zeigen sie Anzeichen von Krankheiten? Diese Mangaben sind Experten wohl bekannt. Die meisten von ihnen tragen SIV2, eine Variante des AIDS-Virus, in sich. Lenders nimmt eine Kotprobe. Er konnte nachweisen, genau hier ist diese Form von Affen-AIDS zum ersten Mal auf den Menschen übergesprungen. Seit 12 Jahren beobachtet Lenders die Wildtiere. Er weiß genau, welche Erreger derzeit bei den Affen zirkulieren. Wertvolles Wissen. Auch für uns in Europa. Es könnte dabei helfen, die Viren aus dem Busch unter Kontrolle zu halten. Sagen wir, es gäbe eine Ebola-Epidemie, die Tiere sterben, dann würden wir das auch erst sehen. Das wäre ein schönes Frühwarnsystem für uns, dass wir sagen können, in der Gegend gibt es Ebola. Leute, passt auf, wenn ihr im Wald jagen geht. Ja. Und dann kann man natürlich über Maßnahmen nachdenken, wie man versuchen kann, so eine Epidemie aufzuhalten. Der Schädel eines Schimpansen. Fabian Lenders hat ihn im Wald gefunden. Gelegenheit, eine Probe zu nehmen. Auch in toten Tieren lassen sich verdächtige Erreger nachweisen. Der Forscher ist sich sicher, an Ebola und anderen Killerviren sterben viel mehr Menschen, als bekannt wird, weil die Einheimischen die Symptome nicht erkennen. Jederzeit kann es wieder zu einer ähnlichen Katastrophe kommen wie bei AIDS. Eine Seuche aus dem Regenwald verbreitet sich rund um den Globus und tötet Millionen Menschen. Dabei schien die Geschichte der Seuchen schon zu Ende zu sein. Der Zweite Weltkrieg ist vorüber. Ein Wundermittel gegen Infektionen geht in die Massenproduktion. Eine der größten und modernsten Penicillinanlagen Europas wurde in Betrieb genommen, um das moderne Heilmittel gegen Seuchen und Tod in größten Stile zu erzeugen. Gleich mehrere Klassen von Antibiotika werden entwickelt. Krank werden durch Bakterien? Damit soll Schluss sein. Ein für alle Mal. Dank Antibiotika und Massenimpfungen. Die Betroffenen reagieren sehr unterschiedlich auf die stichhaltige Aktion. Viele glaubten damals, dass Bakterien und Viren auf Dauer keine Chance mehr haben gegen den Menschen. Vor nur 25 Jahren gab es kein Penicillin und keine Polioimpfung. Wir haben den größten Fortschritt der Medizingeschichte erlebt. Die neuen Mittel scheinen eine Seuche nach der anderen zu besiegen. Viele denken, das Buch der Infektionskrankheiten könne bald geschlossen werden. Niemand sieht voraus, was dann geschieht. Neue, unbekannte Erreger tauchen auf, so wie Ebola oder HIV. Und altbekannte Seuchen wie Malaria oder die Tuberkulose kehren zurück. Seit Jahrmillionen beherrschen Mikroben die Welt. Ihre Herrschaft ist noch lange nicht vorbei. Sogar vermeintlich ausgestorbene Killer kehren aus der Vergangenheit zurück. Sie sucht nach dem Erreger der Pest. Barbara Bramanti. Anthropologin an der Uni Mainz. In Andernach am Rhein hofft sie, fündig zu werden.
eine der ältesten Städte Deutschlands. Archäologen graben hier Relikte aus 2 Jahrtausenden aus. Darunter auch menschliche Gebeine. Vor allem für diese interessiert sich die Forscherin. Das Grab eines Pesttoten. Barbara Bramanti fahndet nach dem Erbgut des Pestbakteriums. Im Zahnmark wird sie häufig fündig. Auf welchen Wegen breitete sich der schwarze Tod aus? Das ist das Rätsel, das sie lösen will. Mitte des 14. Jahrhunderts tötet die Pest ein Drittel der Bevölkerung Europas. Warum sie krank werden, wissen die Menschen nicht. Es gibt weder Vorsorge noch Heilung. Barbara Bramanti und ihre Kollegen konnten beweisen, die Menschen starben an Pestbakterien, wie sie noch heute in ganz ähnlicher Form existieren. Es ist eine spannende und nützliche Forschungsarbeit. Doch sie birgt auch eine Gefahr. Das gewonnene Wissen könnte missbraucht werden, zum Beispiel von Terroristen. Mit dem Pestbakterium ließe sich durchaus eine biologische Waffe bauen. Man könnte sie zum Beispiel mit einem Zerstäuber versprühen, ähnlich wie ein Pflanzenschutzmittel. Damit kann man viele Menschen gleichzeitig treffen. Das würde sehr schnell zu einer Epidemie führen. Was lässt sich gegen Waffen aus Viren und Bakterien ausrichten? Im niedersächsischen Munster befasst sich damit die Bundeswehr. Die Soldaten sind spezialisiert auf das Aufspüren von atomaren, chemischen und biologischen Gefahren. Der Roboter Theodor, entwickelt eigentlich nur als Spürnase für Sprengfallen. Doch inzwischen kann er viel mehr. Ein illegales Labor wurde entdeckt. Theodor soll herausfinden, ob Terroristen dort biologische oder chemische Waffen hergestellt haben. Regelmäßig trainiert der Spezialtrupp Fälle wie diesen. Mit seinen 5 Kameras erkundet Theodor die Lage. Experten vermuten, dass es solche Geheimlabore tatsächlich gibt. Ob von Al-Qaida oder anderen. Biowaffen sind keine Science-Fiction mehr. Der Anschlag mit Anthrax in den USA 2001 ließ die Welt erschrecken. Der Roboter Theodor entdeckt verdächtiges weißes Pulver. Seine Kameras übertragen das Bild in den Gefechtsstand. Von dort schickt Hauptmann Steven Herrmann das Erkundungsteam los. Alpha hier, Sitra, komm. Alpha hört. Gehen jetzt weiter in den weiteren Komplex des Gebäudes rein. Weiter nach links. Wir sind jetzt im Komplex Bravo des vermutlichen Labors angekommen. Die Soldaten sollen prüfen, was Theodor entdeckt hat. Wir haben Händel-Testkits mit der Aufschrift Anthrax. Wir haben einen Schrank. Können Sie den mal öffnen, bitte? Weltweit gibt es immer mehr Wissenschaftler, die mit solchen Substanzen arbeiten und forschen. Damit steigt auch das Risiko, dass ihr Wissen in falsche Hände gerät. Auch in dieser befinden sich Ebbis mit einer weißen Flüssigkeit. Alpha verstanden. Die Bundeswehr soll auf alles vorbereitet sein. Das große Risiko eines Biowaffenanschlags liegt darin, dass die Menschen nicht wissen, was sie bedroht, dass sie es nicht sehen können, sie können es nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken. Und auch der Anschlagsort als solches ist nicht bekannt. Und das erzeugt natürlich einen sehr, sehr großen psychologischen Effekt, der dann eventuell zu Massenpaniken führt,
die ungeahnte Ausmaße hätten. Welche Gefahren birgt das Geheimlabor? Der Hauptmann will Proben nehmen lassen. Für diese Arbeit gibt es in Deutschland nur eine Handvoll Spezialisten. Die Viren und Bakterien in dieser Übung sind echt, aber deaktiviert. Mit welchen Erregern die Bundeswehr trainiert, bleibt ein Geheimnis. Terroristen sollen nicht erfahren, welche davon sich als Biowaffe eignen. Nur bei Anthrax wäre Geheimhaltung sinnlos. Seine Waffentauglichkeit ist seit Jahrzehnten bekannt. Auch die anschließende Dekontamination nehmen die Soldaten ernst. Sie trainieren vor allem für Auslandseinsätze. Doch wenn in Deutschland der Ernstfall eintritt, wird man sie wohl rufen. Denn dank ihrer Ausbildung und Ausrüstung gilt die deutsche ABC-Truppe als eine der besten weltweit. Waffen aus Viren und Bakterien gibt es schon seit Jahrzehnten. Diese Soldaten wissen, wie man sich davor schützt. Hoffentlich wird ihr Wissen nie gebraucht. Aber was wäre, wenn doch? Berlin, das Regierungsviertel. Ein besonders gefährdeter Bereich. In der Vergangenheit wurden schon mehrfach Anschläge auf U-Bahn-Systeme verübt. Ist so etwas auch bei uns möglich? Die Berliner Verkehrsbetriebe wissen um diese Gefahr. Sie versuchen, das Undenkbare zu denken und sich vorzubereiten. Milzbrandbakterien. Wie würde sich der feine Staub in Tunneln und Bahnhöfen verteilen? Andreas Pflitsch, Höhlenklimatologe, simuliert das mit einer Nebelmaschine. Solche Experimente macht er weltweit. U-Bahn-Betreiber wissen, Mikroben oder Chemikalien sind hier unten besonders tückisch. Die Ausbreitung oder die Vermischung giftiger oder schädlicher Substanzen ist natürlich auch herabgesetzt. Das heißt, die Konzentration bleibt länger erhalten. Wir haben keinen Aufsteigen in höhere Atmosphärenschichten und so weiter. Also es gibt schon einige Gründe dafür, die die U-Bahn als günstiges Ziel erscheinen lassen. Flitsch und sein Team experimentieren eine ganze Nacht lang. Wie schnell verflüchtigt sich ein Gas in der U-Bahn? Wohin zieht die Luft? Das wollen sie herausfinden, um im Ernstfall Menschenleben retten zu können. Denn das ist das eigentliche Ziel der Arbeit. Die Fahrgäste sollen wissen, wohin sie fliehen können, wenn es tatsächlich zu einem Anschlag kommt. Das Szenario? Ein Terrorangriff mit Anthrax-Spuren. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe schlägt Alarm. Wie reagieren die Fahrgäste? Wohin flüchten sie? Ein Test mit Studenten. Schilder leiten sie zur Rolltreppe. Ein Fehler. Egal, ob sie in Tokio sind, ob sie in New York sind oder München, es wird immer an die Oberfläche geleitet, egal wie die wirkliche Situation ist. Der Mensch will an die Oberfläche, der Mensch will ans Licht. Das ist aber nicht immer der günstigste Weg. Denn der Nebel aus Spuren steigt nach oben. Im Tunnel ist die Luft rein. Ideal wäre ein flexibles Fluchtsystem. Je nach Gefahr ein anderer Fluchtweg. Die Furcht vor Biowaffen, die Furcht vor Seuchen, wann ist sie berechtigt, wann übertrieben? Beispiel EHEC 2011.
Zuerst vermutet man den Killerkeim auf Gurken, Tomaten oder Salat. Gemüse für viele Millionen Euro landet im Müll. Der Geheimdienst ermittelt. Man fürchtet einen Bioterroranschlag. Dann wird klar, schuld sind Sprossensamen aus Ägypten. Die Bilanz: 54 Tote. Umfragen zufolge hat die Hälfte der Deutschen während der Epidemie ihre Ernährung umgestellt und auf frisches Gemüse weitgehend verzichtet. Beispiel Schweinegrippe 2009. Ein Virus aus Mexiko löst eine weltweite Epidemie aus. Mit Hochdruck wird ein Impfstoff entwickelt. Niemand weiß, ob das Virus noch mutieren wird. Doch zumindest in Deutschland verläuft die Schweinegrippe glimpflich. Als der Impfstoff bereitsteht, will ihn keiner mehr haben. Die Bilanz: 250 Tote. An der ordinären Wintergrippe sterben in Deutschland jährlich rund 10.000 Menschen. Beispiel Vogelgrippe seit 2006. Als in Deutschland Wildvögel mit dem Virus H5N1 auftauchen, ist die Panik groß. Schlagzeilen vom angeblichen Supervirus sorgen für Angst und Schrecken. Aber die Zahl der Erkrankten bleibt zum Glück begrenzt. Weltweit starben bislang 349 Menschen an der Vogelgrippe. Keiner davon in Europa. Beispiel Rinderwahnsinn, Ende der 90er Jahre. Das Virus trifft vor allem England. Der Verzehr von infiziertem Fleisch könne beim Menschen die tödliche Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auslösen, so der Verdacht. Die Deutschen haben Angst. Ihr Fleischkonsum halbiert sich. Übertriebene Vorsicht? In Deutschland wird kein einziger Fall der neuen Creutzfeldt-Jakob-Variante nachgewiesen. Dieser Mann weiß, wovor wir uns wirklich fürchten sollten. Ralf Mütterlein, ärztlicher Leiter einer einzigartigen Einrichtung, der geschlossenen Lungenklinik im oberpfälzischen Parsberg. Alle Patienten hier haben Tuberkulose. Und alle werden zwangsbehandelt, weil sie Medikamente verweigert oder sich gegen die Behandlung gewehrt haben. Das deutsche Infektionsschutzgesetz erlaubt solche Zwangsbehandlungen nach richterlichem Beschluss. Vor 50 Jahren hatten Experten vorausgesagt, die Tuberkulose werde bald Geschichte sein. Doch sie ist wieder da. Mit aggressiven Bakterienstämmen aus Osteuropa, gegen die herkömmliche Antibiotika nicht mehr helfen. Viele Patienten müssen jahrelang in Parsberg bleiben. Gefangen, um gesund zu werden. Und damit sie niemanden anstecken können. Die Tuberkulose ist deswegen so gefährlich, weil die Menschen sie nicht merken. Sie tut nicht weh. Dieser vielgerühmte Husten, der immer in den Filmen gezeigt wird, kommt erst sehr spät, in einem sehr späten Stadium der Tuberkulose. Und hier auch wieder länderspezifisch, in den Industrienationen denkt keiner mehr dran. Die Diagnose kommt zu spät. Viele der Patienten haben Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen. Der Arzt muss ihnen auch menschliche Wärme geben, die viele kaum kennen. Ahmed ist nicht mehr ansteckend. Er bittet um Heimaturlaub. Mein Vater ist sehr krank. Geht auch so, wenn ich zu Hause gehe, ich nehme mit Tablette. Dann müssen wir Ihnen ein Rezept schreiben. Bitte. Dass Sie, und wie lange wollen Sie zu Hause bleiben? So, auf jeden Fall ist richtig krank. Ja. Mindestens einen Monat. Ja, okay. Schreiben wir Ihnen auf. Danke. Hoffentlich geht alles gut, oder? Alles klar, ja. Sind Sie recht traurig, oder? Mit Papa, oder? Ja. So sehr seine Schützlinge ihren Arzt schätzen, viele von ihnen empfinden die Klinik als Gefängnis. Eins für Bakterien und Menschen. Die Patienten möchten raus. Und manche haben so einen dringenden Wunsch, raus zu wollen, dass sie dann auch mal nachts verschwinden, über die Zäune oder über die Stacheldrähte.
und sich dann irgendwohin ins Niemandsland verflüchtigen, wo sie nicht mehr kontrolliert werden können. Und das wäre einfach gefährlich. Viele Patienten hier leiden an einer multiresistenten Tuberkulose. Sie benötigen kostspielige Superantibiotika und Zuwendung. Also für mich als Mensch lohnt sich der Aufwand für den Betroffenen. Die meisten Betroffenen sind nicht aus eigener Schuld in diese Situation gekommen. In Deutschland sterben jährlich etwa 160 Menschen an Tuberkulose. Doch die Krankheit ist bei uns unter Kontrolle. Auch dank der Arbeit von Ralf Mütterlein. Anders sieht das bei neuen, unbekannten Krankheitserregern aus. Sie können sehr plötzlich auftauchen und uns alle überraschen. Unser Lebensstil macht es ihnen leicht. Der Flugverkehr wächst und wächst. Flughäfen sind Drehkreuze für Menschen, Waren und Seuchen. So kam zum Beispiel der SARS-Erreger nach Deutschland mit einem Flieger aus Singapur. Es kann wieder passieren. Täglich. Und es kann schlimmer werden als SARS. Wenn ein aggressives Grippevirus Deutschland heimsucht, wenn Millionen Menschen krank werden, wenn es kein Bett im Krankenhaus und keinen Impfstoff mehr gibt, was dann? Der Ernstfall ist da. Ein aggressives Virus aus Asien. Die Krankenhäuser sind schon überfüllt. Das Rote Kreuz baut gemeinsam mit dem THW ein Behelfskrankenhaus auf. Und eine provisorische Impfstation. Regelmäßig trainieren Nothelfer in Deutschland diesen Katastrophenfall. So wie hier, im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale. Mit hunderten Beteiligten. Das Grippevirus ist extrem ansteckend. Die Helfer müssen sich schützen. Massenimpfungen laufen an. Von weit her kommen Menschen, um sich impfen zu lassen. Der Impfstoff geht langsam zur Neige. Das gemeinsame Lagezentrum von Bund und Ländern in Bonn. Im Katastrophenfall koordiniert dieser Krisenstab die Arbeit der Behörden. Die Experten müssen mit unglaublichen Zahlen arbeiten. An einem unbekannten Virus könnte im Extremfall jeder dritte Deutsche erkranken. Da könnten Sie mir mal einen kurzen Lageüberblick geben? Ja, wir können deutlich sehen, dass es zu einer Lageverschlechterung gekommen ist. Wir sehen, dass die Krankenhäuser vor allem in diesen Ballungsgebieten wirklich am Limit sind. Die Versorgungslage der Bevölkerung ist problematisch und das hat Einfluss auf die auf alle Bereiche im Leben, des öffentlichen Lebens. Arbeitsleben, Schulen, Warenverkehr. Unser Alltag könnte schneller zum Erliegen kommen, als wir denken. Natürlich werden auch Lokführer krank, Busfahrer werden krank, Kindergärtnerinnen, Lehrer und Lehrerinnen werden krank. Das heißt, die Menschen können gar nicht zur Arbeit kommen oder andere müssen ihre Kinder zu Hause betreuen. Also die Zahl der Kranken allein ist nicht aussagekräftig, sondern wir müssen immer die dazu zählen, die nicht mehr am Arbeitsplatz in ihrer Funktion tätig sind. In Bad Neustadt beginnt der Ansturm auf die Impfstelle. Viele zeigen schon Anzeichen einer Infektion. Sie werden sofort isoliert. Experten sagen, eine solche Epidemie wird kommen. Nur wann, weiß niemand.
Nach einer Umfrage von ZDF Zeit glauben 60% der Befragten, dass Deutschland gut vorbereitet ist für den Fall der Fälle. Kostspielige Übungen wie diese leisten sich nur die reichen Industrieländer. Aber sie machen Sinn. Denn die Geschichte zeigt, eine Grippewelle kann verheerende Folgen haben. 1918. Der Erste Weltkrieg geht gerade zu Ende. In mehreren Wellen zieht die sogenannte spanische Grippe um den Globus. Sie tötet nach Schätzungen zwischen 25 und 50 Millionen Menschen. Das sind mindestens doppelt so viele Opfer wie im gesamten Ersten Weltkrieg. Würden die Bad Neustädter auch bei einer echten Epidemie mit vielen Grippetoten so besonnen bleiben? Oder käme es zu Panik? Experten versuchen das vorauszuberechnen durch das Studium aktueller Katastrophenfälle, etwa den Wirbelsturm Katrina in den USA. Wir gucken uns natürlich solche Ereignisse in anderen Ländern an. Katrina war so ein Beispiel. Es hat dort ja im Einzelfall Plünderungen gegeben. Aber wir, nach dem, was wir wissen, nach dem, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben, müssen davon ausgehen, dass auch in einer solchen sehr belastenden Situation die Bevölkerung ruhig, verantwortlich und gelassen bleibt. Vielleicht bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Denn ein neuartiges Grippevirus, das etwa aus Asien käme, könnte unser Land regelrecht lahmlegen. Der Bahn- und Busverkehr kommt zum Erliegen. Schon wegen der Ansteckungsgefahr. Die Müllabfuhr arbeitet nicht mehr. Öffentliche Veranstaltungen fallen aus. Viele Geschäfte machen zu. Der Ansturm auf die provisorische Impfstelle wird stärker. Polizei und Feuerwehr versuchen, ein Verkehrschaos zu verhindern. Was ist denn da los? Fahren Sie bitte weiter. Wir haben uns die gefährliche Grippewelle. Hier ist gesperrt. Fahren Sie bitte weiter. Ja, fahren Sie bitte weiter. Das Rote Kreuz setzt einen Mini-Hubschrauber ein. Gibt es irgendwo ein gefährliches Gedränge? Das Kameraauge sieht es. Hände waschen vor der Impfung. Nichts anderes schützt so erfolgreich vor Krankheitserregern. Wer wird zuerst geimpft? Dafür haben die Bundesländer genaue Regeln. Der normale Bürger muss sich erst mal hinten anstellen. Das ist eine politische Entscheidung, die natürlich darauf abstellt, welche Bevölkerungsgruppe, welche Berufsgruppe ist besonders relevant. Ärzte, Krankenhauspersonal, aber natürlich auch Angehörige von Sicherheitsbehörden, die natürlich auch dafür sorgen müssen, dass das gesellschaftliche Leben weiter funktioniert. Das alles gehört zum nationalen Pandemieplan. Er ist der Leitfaden für Gesundheitsbeamte, Katastrophenschutz und Verkehrsbetriebe. Muss zum Beispiel ein Mundschutz getragen werden? Für Bad Neustadt entscheidet darüber das Bundesland Bayern. Denn Gesundheit bleibt auch im Katastrophenfall Ländersache. Ich mache kurz einen Rachenabstrich. Die Übung läuft glatt. Zu glatt. Die Helfer vom Roten Kreuz müssen auch lernen, mit Stress umzugehen. Wie sagt man es den Menschen, wenn sie vergeblich warten mussten? Impfung ist alle. Angst und Panik. Das fürchten die Helfer am meisten. Es ist der Moment, in dem kein Lehrbuch mehr hilft. Die nächste Lieferung soll in 1-2 Stunden kommen. Haben Sie bitte Geduld. Eine Grippewelle könnte uns schwer zu schaffen machen. Doch von den weltweit schlimmsten Seuchen ist Deutschland kaum betroffen. An Malaria sterben jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen.
An Tuberkulose 1,7 Millionen. An AIDS rund 1,8 Millionen. Noch immer. Jahr für Jahr. Der Matare-Slum in Nairobi. Barbara Hünten-Kirsch auf dem Weg zu ihren Patienten. Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin Rose hilft die deutsche Ärztin da, wo die Geißel AIDS am schlimmsten wütet. Jeder siebte Mensch im Slum trägt das HIV-Virus in sich. Die kleine Sandra hat ein schweres Erbe in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Mutter hat HIV. Barbara Hünten-Kirsch tut alles, damit sich das Virus nicht auf das Baby überträgt. Entscheidend für Mutter und Kind sind virenhemmende Medikamente. Das Baby bekommt sie während der Stillzeit. Seine Mutter ein Leben lang. Seit 2 Jahren weiß sie von ihrer Infektion. Die Sozialarbeiterin zählt die Tabletten sorgfältig. Wenn die junge Mutter alles richtig macht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Kind infiziert, erheblich. Von 40 auf unter 10%. Nachdem sie durch diesen ersten Schock gegangen ist, hat sie sich eigentlich entschlossen, es gibt also auch ein Leben nach der Diagnosestellung und sie will dieses Leben leben und sie will es positiv leben. Sie will erstens für ihre Kinder da sein, das heißt, sie will auch nach sich selber gucken und zum Zweiten möchte sie natürlich auch, dass es ihren Kindern gut geht und dass die halt auch nicht infiziert bleiben. Im Slum von Matare lebt eine 250.000 Menschen. Tausende Kinder sind AIDS-Waisen. Und das Virus verbreitet sich immer noch. Schuld daran ist auch die Armut. Prostitution und Drogenmissbrauch sind weit verbreitet. Im Wartezimmer der deutschen Ärzte für die Dritte Welt ein Vortrag. Wie schütze ich mich vor HIV? Sprechstunde bei Barbara Hünten-Kirsch. Ihre Patientin heißt Rhoda. Und Lala Kwaki Tanda. Sie ist schwanger. Ob sie das AIDS-Virus in sich trägt, weiß Rhoda nicht. Aber sie sorgt sich um ihre Kinder, vor allem um das Ungeborene. Choma. Deshalb will sie heute einen HIV-Test machen. Barbara Hünten-Kirsch leitet diese Klinik. Neben ihr sind immer 5 weitere Ärzte aus Deutschland hier. Jeder von ihnen bleibt 6 Wochen, ohne Bezahlung. Das Wartezimmer ist voll. Aber viele Patienten lassen sich insgeheim zusätzlich von einem Schamanen behandeln. Was wir immer mal wieder erleben, ist, dass Patienten, die dann von so traditionellen Heilern kommen, dann zu uns kommen und sagen, ich bin jetzt geheilt worden, macht noch mal einen HIV-Test. Das machen wir natürlich auch, um denen dann zu zeigen, dass sie eben doch nicht geheilt sind. Aber diese Parallelmedizin, die existiert, und ist auch ein ganz großes Problem. Auch das Labor ist voll ausgelastet. Täglich wird das Blut von mehr als 50 Patienten auf HIV-Viren untersucht. Heute ist auch die Probe der schwangeren Rhoda darunter. Die junge Frau hat Angst. Wäre sie positiv, würde ihr Mann sie verlassen, sagt sie uns. Der entscheidende Moment. Kein HIV. Rhodas Erleichterung ist grenzenlos. Die Diagnose HIV ist heute kein Todesurteil mehr. Aber eine schwere Belastung für den ganzen Rest eines Lebens. Und auch das gehört zum Hilfsangebot der deutschen Ärzte. Kostenloses Mittagessen für die Ärmsten. Mehr als 200 Menschen kommen täglich hierher. Viele von ihnen haben AIDS. Die nährstoffreiche Kost hilft ihren Körpern im Kampf gegen die Krankheit. Wer etwas im Magen hat, verträgt Medikamente besser.
Das gilt vor allem für Kinder. Viel zu viele müssen mit dem Virus im Körper groß werden. Am Rande des Slums liegt die Unterkunft der deutschen Ärzte. Barbara Hünten-Kirsch ist als einzige von ihnen für längere Zeit hier. So, heiß und fettig hier. Sie hat eine neue Herausforderung gesucht in ihrem Leben. Jetzt ist mein Sohn groß und dann bin ich jetzt auch noch mal frei, auch jetzt gerade so mit 50 Jahren, auch noch mal was anderes anzufangen. 50 Jahre ist ja auch ein bisschen Einschnitt so im Leben, denke ich mal. Man hat dann so schon so das Gefühl, die erste Lebenshälfte ist wirklich gelebt. Und das, da ist noch mal Zeit, was Neues zu machen, was anderes zu machen. Verdienter Feierabend nach einem harten Tag. Die Ärzte sehen ihre Arbeit hier pragmatisch. Krankheitserreger haben die Menschheit seit jeher begleitet, sagen sie. Wahrscheinlich sind die Seuchen unbesiegbar. Aber wir Menschen sind es bislang auch.